Hallo, in dieser Aufgabe wollen wir einen näheren Blick auf den Klassiker unter den bifunktionalen Syntheseschritten werfen. Wie Sie sehen, haben wir hier einen Carbonsäureester vorliegen, den wir mit einer Base umsetzen und lassen das Ganze mit einem Aldehyd reagieren. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite ein A1-Synton und auf der anderen Seite haben wir ein klassisches D2-Synton. 1 und 2 sind 3, das heißt, insgesamt machen wir hier ein 1-2-3-System, also eine klassische Aldolreaktion. Aber das Interessante dabei ist jetzt die Frage, wenn wir hier diese Verknüpfung machen zwischen der Donorposition in 2 und der Akzeptorposition in 1, machen wir ja zwei neue Stereozentren. Und da wollen wir uns jetzt mal Gedanken darüber machen, wie die konfiguriert sind. Versuchen Sie es erstmal selbst, ich bin gleich für Sie da mit der Lösung. Im Prinzip stecken hier zwei Fragen, die wir beantworten müssen, drin. Nämlich erstens, wie sieht dieses Anion A- aus, was wir hier bilden? Denn wenn wir hier LDA auf unseren Carbonsäureester geben, dann wird der natürlich in Alpha-Position deprotoniert und wir erhalten erstmal ein Enolat. Dieses kann aber entweder so konfiguriert sein, dass die Methylgruppe gegenüber von der OLI-Gruppe steht. Dabei spricht man von einem OE-Enolat. Oder sie ist so konfiguriert, dass die Methylgruppe auf der gleichen Seite steht wie der ehemalige Carbonylsauerstoff, dann spricht man von einem OZ-Enolat. Und das ist eine ganz wichtige Frage, denn wir wissen schon so von den Daumenregeln her, dass OE-Enolate meistens Antiprodukte geben. Das heißt, das würde uns wahrscheinlich hier eher diese relative Konfiguration geben, während das OZ-Enolat uns eher die Syn-Konfiguration geben würde. Ja, also das ist die Wahl, die wir hier treffen müssen. Und dazu haben wir zwei Modelle kennengelernt, nämlich einmal eins, dass es uns hilft, vorherzusagen, ob hier eher das OE oder eher das OZ-Enolat gebildet wird. Und dann haben wir noch ein Modell kennengelernt, das uns erklärt, warum hier aus dem OE-Enolat bevorzugt das Antiprodukt wird und aus dem OZ-Enolat bevorzugt das Syn-Produkt wird. Eine wichtige Sache aber noch, bevor wir da reingehen, wir haben es hier mit einer diastereoselektiven Reaktion zu tun, die aus zwei diastereoselektiven Teilschritten besteht. Aber da wir hier ein achirales Enolat einsetzen und einen achiralen Aldehyd einsetzen, haben wir keine Chance, in irgendeiner Art und Weise einen enantiomeren Überschuss zu erzeugen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, beide Produkte, die wir hier bilden könnten, sind auf jeden Fall racemisch. Ja, das heißt, wir haben immer ein Racemat, das wir bilden. Auch wenn wir eine Sorte Diastereomer bevorzugt bilden können, kriegen wir auch immer das andere Enantiomer dazu. Okay, jetzt schauen wir uns aber mal genau die einzelnen Modelle an, die es uns erlauben, vorherzusagen, ob wir jetzt das OE oder das OZ-Enolat bekommen und warum das, was wir bekommen, dann zu dem Produkt reagiert, was wir dann am letzten Endes rausbekommen. Okay, beginnen wir erstmal mit der Frage, was passiert, wenn wir den Ester mit LDA umsetzen? Und das, was uns dabei hilft, das vorherzusagen, das ist das sogenannte Island-Modell. Und das Island-Modell sowie auch das Zimmermann-Traxler-Modell, was wir uns gleich angucken, das sind beides Übergangszustandsmodelle, die von einem sechsgliedrigen Übergangszustand ausgehen. Und dass hier so ein bisschen was zu zeichnen gibt, ein Tipp zum Zeichnen von sechs Ringen ist, man zeichnet am besten erstmal so eine gestrichelte Linie vor, oder ich mache das zumindest gerne, damit man da einfach nur noch reinschreiben muss, was man an Partnern dann im Endeffekt in diesem Ring hat. Und denken Sie dran, wenn Sie einen Sechsring zeichnen, gibt es immer bestimmte Bindungen, die parallel sein müssen. Und das ist hier wichtig, weil das macht das Ganze viel ordentlicher. Und diese drei Bindungen zeichne ich immer als allererstes, weil die sagen quasi, wie der Rest des Sechsrings aussehen sollte. Denn jetzt muss quasi diese Bindung parallel sein zu der Bindung, die ich jetzt hier einzeichne. Und wenn jetzt diese Spitze rechts von dieser Spitze ist, muss die Spitze, die hier unten hinkommt, auch rechts von der Spitze sein. Das heißt,
diese Bindung, die ich hier zeichne, ist parallel zu der Bindung. Und diese Bindung, die ich hier habe, ist dann hoffentlich halbwegs parallel zu der anderen. So, das passiert mir immer. Da oben muss ich mal ein bisschen reparieren. Aber damit haben wir jetzt schon mal ein relativ gutes Template für unseren Sechsring. Und da können wir jetzt das reinlegen, was wir alles brauchen. Und dabei müssen Sie sich jetzt einfach nur für eine der Spitzen, die wir hier haben, entscheiden, wo Sie anfangen wollen. Ich fange immer gerne mit dem Metall an. Beim LDA wäre das hier das Lithium. Also fangen wir einfach meinetwegen hier oben in der Ecke an mit dem Li. Was hängt an dem Li dran? Naja, einmal hier das Diisopropyler mit. Das heißt, hier können wir jetzt den Stickstoff reinzeichnen. Und an dem Stickstoff hängen jetzt zwei Isopropylreste. Der eine hängt axial. Da das eine Spitze ist, die nach unten guckt, muss auch der axiale Substituent gerade nach unten gucken. Das heißt, hier haben wir eine Isopropylgruppe dran. Machen wir mal gerade hier die Flecken weg, die hier entstanden sind. Diese Isopropylgruppe ist in axialer Position und die andere Isopropylgruppe steht in äquatorialer Position. Und die äquatorialen Substituenten, die sind immer parallel zur übernächsten Bindung. Das heißt, zu der hier bzw. zu der hier muss jetzt der äquatoriale Substituent parallel sein. Das heißt, hier ist die andere Isopropylgruppe an unserem Stickstoffatom. Gut. Das Stickstoffatom, das soll natürlich jetzt ein Proton abstrahieren. Das heißt, hier muss ein H-Atom eingezeichnet werden und das wird von diesem Kohlenstoffatom hier, also unserer D2-Position, ja, ich mache die nochmal grün, abstrahiert. Das heißt, hier haben wir den grünen Kohlenstoff und das heißt, hier ist natürlich der Carbonylkohlenstoff dran und an dem Carbonylkohlenstoff sitzt der Sauerstoff. Und damit haben wir schon alle Partner, die in dem Ring sind, aufgezeichnet. So, und jetzt müssen wir nur noch die beiden Moleküle, die hier drin stecken, zu Ende malen. Beim Diisopropylamid haben wir das schon gemacht. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was hängt hier noch dran? Naja, hier hängen noch einmal ein zweites H-Atom dran und eine Methylgruppe. Ich zeichne einfach erstmal zwei Striche hin an dieser Stelle. Das heißt, ich zeichne einen Strich in die axiale Position. Da die grüne Spitze nach unten guckt, muss auch der axiale Substituent gerade nach unten gucken. Und eine äquatoriale Position, ja, und die äquatoriale Bindung muss parallel sein, jeweils zur übernächsten Bindung. Das sind die beiden hier. Also das heißt, die äquatoriale Bindung guckt quasi so zur Seite weg. So, und jetzt habe ich quasi zwei Möglichkeiten, welches dieser beiden Protonen ich hier abstrahieren kann. Ja, wenn ich das hier abstrahiere oder das hier abstrahiere, habe ich entweder das OE oder das OZ-Enolat. Aber ich kann ja beliebig um diese Bindung drehen. Das heißt, ich kann jetzt diese Bindung hier so hindrehen, dass entweder die Methylgruppe in pseudoaxialer Position steht oder in pseudoäquatorialer Position. Sie erinnern sich, in pseudoäquatorialer Position haben wir 1,3 diaxiale Wechselwirkung. Aber hier haben wir noch was. Denn wir haben ja noch nicht alle Substituenten zu Ende eingezeichnet. Wir haben ja auch noch hier die Ethoxygruppe dranhängen. Und dieses Kohlenstoffatom, das ist sp2 hybridisiert. Denn der Sauerstoff hier ist ja doppelt gebunden. Und auch der Sauerstoff von unserem Ether ist sp2 hybridisiert. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Frage. Denn diese Bindung hier und diese hier, die liegen so gut wie in einer Ebene. Ja? Das heißt hier, diese vier Atome, die spannen eine Ebene auf. Und das heißt, der Substituent, der hier am Sauerstoff dranhängt, da ist es ganz entscheidend, ob der jetzt in diese Richtung guckt, weil dann habe ich hier ganz, ganz starke Interaktionen mit dem Substituent, der hier dranhängt. Ja? Das sind sogenannte 1-2-Wechselwirkungen, weil erster Kohlenstoff, zweiter Kohlenstoff, ja. Das heißt, wenn hier der Rest hier rüber guckt, habe ich starke 1-2-Wechselwirkung, aber wenn der Rest hier zur Seite wegguckt, dann habe ich sehr schwache 1-2-Wechselwirkung. Und das Schöne ist, an einem Sauerstoff in einem Ester, da hängt nur ein Rest dran und der kann sich dementsprechend zur Seite wegdrehen. Hätte ich hier statt dem Sauerstoff ein Stickstoffatom, dann würden da zwei Reste dranhängen und ich hätte zwangsläufig einen dieser beiden Reste, der hier genau in die Richtung von diesem Substituenten zeigt. Und dann hätte ich sehr starke 1-2-Wechselwirkung. Und jetzt kommt der Clou am Island-Modell. Denn im Prinzip gilt beim Island-Modell, ein Tod muss ich sterben.
Ja, ich muss entweder diese 1-2-Wechselwirkung in Kauf nehmen oder ich muss diese 1-3-Wechselwirkung in Kauf nehmen. Da wir hier mit dem LDA eine sterisch sehr anspruchsvolle Base haben, das heißt, wir haben hier eine Isopropylgruppe dran, ja, das heißt, da sind so ein Kohlenstoffatom mit zwei Methylpropellern des Todes, ja, das heißt, hier haben wir einen sehr, sehr großen Rest. Und hier haben wir jetzt einen Rest, der sich wunderbar wegdrehen kann. Das heißt, im Falle des Esters nehme ich hier diese 1-2-Wechselwirkung viel lieber in Kauf als die 1-3-Wechselwirkung. Und dementsprechend schreiben wir hier die größere CH3-Gruppe hin und hier in die axiale Position eher das kleinere H-Atom. Und das ist jetzt der energetisch günstigere der beiden möglichen Übergangszustände, ja? Denn die andere Möglichkeit wäre halt, dass wir die Methylgruppe hier unten hätten und dann hätten wir die unangenehm starken 1-3-Wechselwirkungen, während hier haben wir die, weil wir hier nur den Sauerstoff haben, der seinen Rest wegdrehen kann, relativ kleinen 1-2-Wechselwirkungen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, okay, was bedeutet das? Das heißt, wir müssen dieses dreidimensionale Bild irgendwie in Enolat übersetzen, ja? Das heißt, wir müssen gucken, wie steht diese Methylgruppe in Relation zu der Carbonylgruppe? Und da können Sie sich einfach vorstellen, dass Sie so von hier oben drauf gucken auf die Bindung. Und da sehen Sie, die stehen genau gegenüber voneinander. Das heißt, das, was wir hier machen, ist bevorzugt das OE-Enolat. Okay. Das heißt, wir haben schon mal die erste Frage beantwortet, die hier drin steckt, nämlich wir machen hier bevorzugt das OE-Enolat. Das ist so ganz klassisch bei Ester. Und die Daumenregel besagt, OE gibt bevorzugt das Antiprodukt. Aber jetzt wollen wir uns auch nochmal angucken, warum denn das OE-Enolat bevorzugt das Antiprodukt gibt, weil da gibt es ein weiteres ganz hervorragendes Übergangszustandsmodell, was auch auf einem Sechsring basiert. Und das ist das sogenannte Zimmermann-Traxler-Modell. Und das zeichnen wir jetzt auch nochmal hin. Auch hier beginnen wir wieder damit, dass wir erstmal einfach einen Sechsring zeichnen. Ich fange wie immer erstmal mit so einer Zickzackkette an. Und dann beginnen wir mit der Zeichnung, dass hier die Bindung parallel zu der sein muss. Wenn ich die Spitze hier jetzt rechts von der Spitze habe, muss auch die Spitze, die hier unten ist, rechts von der Spitze sein und dann habe ich hier meinen Sechsring fertig gezeichnet. Okay, und jetzt müssen wir uns überlegen, was für einen Sechsring bilden wir hier aus? Naja, wir haben auf der einen Seite hier unsere 1, 2, 3 und das Metallatom 4 Atome und hier unsere 2 Atome von der Akzeptorkomponente. Das heißt, die müssen wir jetzt irgendwie in diesem Ring anordnen. Und wie gesagt, ich fange immer gerne mit dem Metall an. Das heißt, hier oben rechts in die Ecke kommt das Lithium. Was hängt an dem Lithium dran? Naja, auf der einen Seite hängt da der Sauerstoff von dem Enolat dran. Den schreiben wir meinetwegen mal hier hin. Was hängt an dem Sauerstoff von dem Enolat dran? Naja, da hängt dann hier die CC-Doppelbindung dran. Und zwischen diesem Atom der CC-Doppelbindung und diesem Atom der CO-Doppelbindung unserer Carbonylgruppe, da machen wir ja die neue Bindung. Das heißt, hier kommt der rote Kohlenstoff hin und hier kommt der Sauerstoff von der Carbonylgruppe hin. Das heißt, so habe ich schon mal alle Partner, die ich brauche, in dieses Molekül reingezeichnet. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie sieht es mit den Substituenten aus, die hier dranhängen. Naja, hier hinten an dem ehemaligen Carbonylkohlenstoff unserer Enolkomponente, da hängt eine Ethoxygruppe dran, das ist ein sp2 hybridisierter Kohlenstoff, das heißt, da muss ich mir über äquatoriale und axiale Positionierung keine großen Gedanken machen. Aber hier unten hängen noch zwei Substituenten dran und da haben wir einen, der quasi auf der gleichen Seite steht wie der Sauerstoff, an dem das Lithium hängt, und einen, der auf der anderen Seite steht wie der Sauerstoff, wo das Lithium dran hängt. Und das ist ja genau die Frage, die wir vorher geklärt haben. Haben wir es hier mit einem OE oder haben wir es mit einem OZ-Enolat zu tun? Und da haben wir gesagt, wir haben es mit einem OE-Enolat zu tun. Das heißt, hier der Sauerstoff und die Methylgruppe, die stehen auf unterschiedlichen Seiten der Doppelbindung. Ja, das heißt, hier diese Bindung
Und diese Bindung, die stehen auf unterschiedlichen Seiten dieser Doppelbindung. Das heißt, an die goldene Bindung kommt in diesem Fall die Methylgruppe dran und hier kommt das H-Atom dran. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie reagiert denn jetzt der Aldehyd mit dem Enolat? Ja, also die Konfiguration dieser beiden Substituenten, die ist quasi in der Enolatgeometrie festgelegt. Aber die Frage, wie sind diese beiden Stereozentren relativ zueinander konfiguriert, die wird jetzt quasi nochmal darüber entschieden, wie sich der Aldehyd hier reinlegt. Denn der hat ja auch nochmal zwei Substituenten. Und einer von diesen Substituenten, der steht halt pseudoäquatorial, also ist parallel zu dieser Bindung. Und der andere Substituent, der ist pseudoaxial. Das heißt, der ist, da er an einer Spitze ist, die gerade nach oben guckt, guckt er auch gerade nach oben. Ich habe das jetzt hier so ein bisschen schief gezeichnet, weil ich hier oben schon die Ethoxygruppe hingezeichnet habe. Aber eigentlich guckt er genau parallel in die gleiche Richtung wie der Substituent, der hier dran ist. So, und hier haben wir jetzt nur die Frage, welcher dieser beiden Substituenten, die wir hier in die eine oder in die andere Position zeichnen können, geht denn lieber diese 1,3-diaxialen Wechselwirkungen hier ein, die er eingehen muss, wenn er in axialer Position steht. Denn axiale Substituenten haben halt diese 1,3-diaxiale Wechselwirkung. Das ist verhältnismäßig ungünstig. Deshalb sind größere Substituenten lieber in äquatorialer Position. Das heißt, hier oben können wir das kleinere H-Atom einzeichnen und hier unten können wir den größeren Phenylrest einzeichnen. So, und jetzt muss ich mir überlegen, was sehe ich denn, wenn ich auf diesen Ring gucke? Ja? Und da muss ich jetzt hier auf die neu gebildete Bindung schauen. Das heißt, das hier sind die Bindungen, die hier in der Ebene liegen. Und jetzt ist die Frage, wie sehen die Substituenten aus, die da dranhängen? Und wir überlegen uns einfach, wir gucken einmal von unten auf diese Bindung. Ja, das soll ein Auge sein. Auch schon mal hübscher gewesen. Dann muss ich mir einfach überlegen, welche Substituenten sind denn jetzt näher an dem Auge an den einzelnen Kohlenstoffatomen? Hier ist das H-Atom näher an dem Auge als die Methylgruppe. Das heißt, die Methylgruppe zeigt von dem Auge weg. Das ist hier unser grünes Kohlenstoffatom, ja, unsere D2-Position. Und an dem roten Kohlenstoffatom, also unserer A1-Position, da muss ich jetzt schauen, was sitzt näher an meinem Auge, das H-Atom hier oder der Sauerstoff. Und da ich von hier unten gucke, ist ganz eindeutig der Sauerstoff hier näher an meinem Auge als das H-Atom. Also guckt der ehemalige Carbonylsauerstoff, der dann die OH-Gruppe bildet, nach vorne. Das heißt, die Herausforderung hier bei diesen sechsgliedrigen Übergangszustandsmodellen, sowohl beim Island-Modell als auch dem Zimmermann-Traxler-Modell, ist, dass man es das so ein bisschen zeichnen übt und übt, diese dreidimensionalen Strukturen in entsprechende flache Keilstrichzeichnungen zu übersetzen. Und da hilft es immer, sich so ein bisschen zu überlegen, okay, von welcher Seite gucke ich denn jetzt auf das Molekül drauf und wer steht denn jetzt vorne, wer steht hinten, ja, wer steht näher an meinem Auge, sage ich mal in Anführungsstrichen, das ist hier unten in einem Fall der Wasserstoff und hier in dem anderen Fall ist das der Sauerstoff. Ja? Also das ist immer so ein Trick, mit dem man sich da so ein bisschen orientieren kann. Wer ein gutes dreidimensionales Vorstellungsvermögen hat, der kann das auch wahrscheinlich im Kopf drehen, aber gerade in so einer Klausur ist das eine hilfreiche Geschichte. Okay, das heißt, für die Aufgabe können wir als Lösung festhalten, wir haben hier einmal zunächst das OE-Enolat, das gebildet wird, das haben wir mit dem sogenannten Island-Modell begründet. Und aus dem E-Enolat, da wird das Antiprodukt gebildet, bevorzugt. Das haben wir mit dem sogenannten Zimmermann-Traxler-Übergangszustand begründet. Und hier sehen Sie vielleicht auch, warum wir gerade in der OC1 so viel Zeit damit verbracht haben, mit Ihnen sechs Ringe zu zeichnen. Denn es ist einfach etwas, was man ein bisschen üben muss. Und
Zur Anwendung dieser Übergangszustandsmodelle ist es halt besonders wichtig, dass diese sechs Ringe auch halbwegs anständig aussehen und vor allem, dass die Bindungen, die zueinander parallel sein sollen, ja, wie diese hier oder die hier oder die hier, dass die dann auch wirklich parallel zueinander sind. Ne? Ansonsten wird es schnell ein bisschen unübersichtlich und vor allem auch dann so, dass man potenziell zu falschen Ergebnissen kommt. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.